So, nach einigen Schwarzpartien auf Lichess wollen wir jetzt mal hoffen, dass wir wieder weiß bekommen und Johnny mir eine weitere Unterrichtslektion in der englischen Eröffnung verpassen kann. Ja, langsam sollte es mal wieder an der Zeit sein, dass wir auch mal weiß bekommen. Wäre nur fair, Wäre fair, würde ich auch sagen. ne? In der Zwischenzeit, wer die anderen Lektionen von Johnny verpasst hat, ich habe schon ein bisschen C4 gelernt, habe ich das Gefühl. Einige deiner Merkregeln, das finde ich ganz nett. Keine Theorie, nicht zieh den, auf den machst du genau den, sondern schön mit Merkregeln. Und jetzt haben wir auch weiß. C4 ist der erste Zug. Da braucht man nicht besonders lange für, um sich das zu merken. Und E5. Jetzt macht man auch erstmal G3 Genau. und falls Schwarz jetzt C6 spielt, dann spielt man D4 Genau, und das nicht hatten Läufer wir. G2, aber okay, Läufer G2. Ja, das ist eine neue tricky Variante. Die Idee ist, normalerweise spielt man hier erstmal mit Springer F6 und dann Läufer C5. Die Idee davon, Springer F6 zu verzögern, ist, dass man, wenn Weiß irgendwann E3, Springer E2 gespielt hat, mit H5, H4 anrennt. Und der Springer da in manchen Fällen nervt auf F6, weil wenn man auf H5 mit H3 reagiert und dann H4 kommt und man G4 spielt, hat man kein F5 mehr, wenn der Springer noch auf F6 steht. Verstehe. So, aber wir machen jetzt hier trotzdem E3, Ja. weil wir etwas diesem Läufer entgegensetzen wollen und nach Springer So. E2 genau auch mit D4 den Kollegen da anrempeln. Wir stellen den Springer jetzt erstmal wieder nach C3, das ist eine der wichtigen Regeln. Ja, sobald nicht mehr D5, D4 kommen kann, stellen wir den Springer, ist er auf C3 richtig postiert, ne? Genau. So, jetzt kommt Springer E2. Jetzt wird er Läufer A7 machen. Du kennst ja die Pappenheimer Ja, hier. Du und weißt, was die Leute machen, ne? genau, also man bekommt da so mit der Zeit ein gewisses Gefühl dafür. So, jetzt rochieren wir nicht, was wir eigentlich gerne machen würden, wegen diesem H5. Aber weil er das verzögert hat mit Springer F6, kann er hier. Sie sieht gefährlich aus. Und jetzt brauchen wir eben irgendwas anderes, genau B3, du hast es schon erfasst. Wir Ja? entwickeln unsere Figuren, genau B3, weil wir uns jetzt auch die Möglichkeit offen halten wollen, wenn er jetzt doch mit H5 irgendwie losrennt, vielleicht mal lang zu hoch. Ja, das ist so eine recht intuitive Eröffnung. Läufer B2. Ja. Das passt doch ganz gut rein, würde ich sagen, in D4. Weil wenn sich das hier mal wegtauscht, dann hätte ich gedacht, kann der Läufer auch mal stark werden auf Genau. B2. Und ja, finde ich sinnvoll, wenn er jetzt abwartet. Gut, Läufer D7 scheint mir nicht der logischste Abwartezug, weil er gerade da mit D7 und das H5, H4 nicht vorbereitet. Deswegen hätte ich jetzt schon fast gedacht, man kann lange rochieren, aber damit C8 ist wahrscheinlich auch noch möglich, ne? Genau, ich würde jetzt erstmal hier D4 spielen. Den wollen wir sowieso in jeder dieser Varianten mit Läufer C5 spielen. Also machen wir erstmal D4. Und auch hier kann man, das ist gar nicht so untypisch für diese Struktur, hier machen Ja. wir erstmal H3, weil wir wollen verhindern, dass der Läufer da abgetauscht wird auf H3. Vor allem, wenn Schwarz so eine passive Aufstellung wählt, wo die Figuren alle hinten stehen, wollen wir im Zweifel verhindern, dass sich einzelne Figuren abtauschen. Und jetzt verstehe ich auf Läufer D7. Er wusste genau, dass D4 kommt. Und auf Läufer E6 steht es immer in D5 drin und hier kann er passiv abwarten. Und jetzt ist natürlich die Frage, jetzt haben wir das Problem, normalerweise wollen wir in solchen Stellungen jetzt König H2 spielen, um den H3 zu decken, aber das dürfen wir nicht in einem Zug machen. Das heißt, wir spielen hier erstmal G4. Das macht ein neues Feld für den Springer, der könnte irgendwann mal nach G3 gehen, zum Beispiel wenn man mal D5 eingeschoben hat. Gut, und jetzt ist klar, jetzt werden wir wahrscheinlich eher lang rochieren in solchen Stellungen. Ich würde jetzt erstmal D5 machen und sehr häufig spielt man jetzt da mit C2, also man reagiert gar nicht auf dieses F5 Ah, vorerst. sondern nur indirekt, indem man auf H7 attackiert, oder? Genau. Ah, du kennst das echt alles aus der Westentasche, das ist Wahnsinn. Und jetzt ist Gefällt eher mir lange gut. Rochade angesagt, wobei auch das wird an dem Kurs vorkommen. Das ist nicht genau dieselbe Stellung, aber eine ähnliche. Man versucht auch irgendwann mal mit F4 vielleicht anzurempeln. Das hat er jetzt selber gemacht. Sieht mir auf den ersten Moment nicht so Läufer sinnvoll. E4 Läufer machen oder E4 sowas. sieht sehr, sehr gut aus. Gut, dass kein Dame H4 geht, weil die Dame sich auf C8 so eingesperrt hat. Auch schlagen und F3 sieht jetzt, finde ich, sehr angenehm aus. Dieser Läufer auf B2 wird im Angriff wohl eine recht große Rolle spielen, nehme ich an. Nimmt und jetzt könnte man schon F3 spielen. Also H6 war ein ganz schlechter Zug, weil jetzt auch kein Springer G6 mehr geht. Meinst du nicht F3? Doch. Achso, weil du so ruhig gehst, so. Nein, 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 nein. Ich bin da völlig überzeugt von. Ich bin völlig bei dir. Ich habe jetzt mittlerweile
Die dritte Englischpartie. Mhm. Und die dritte sehr angenehme Stellung. Also da, gut, Läufer E3 ist jetzt vielleicht noch was, was mich ein klein bisschen stört, obwohl Springer D1 sollte den wohl effektiv vertreiben, nebst Dame C3. Du bist auch schon im Flow. Ich weiß auch, was die Leute tun. Große Stärke von mir. Also das fällt mir jetzt tatsächlich sogar auch ein bisschen schwer, weil also ich möchte natürlich vielen Leuten auch von deinem Kurs erzählen. Mhm. Und das kann natürlich dann schnell komisch wirken. Aber also im Moment, Entschuldigung, ich kriege einfach in jeder Partie hier eine Gewinnstellung von dir aufs Brett gestellt. Ja. Also da muss ich, glaube ich, gar nicht mehr viel Werbung machen. Gefällt mir richtig gut. Ich glaube, also ich werde auch unser erster eigener Kunde. Das ist bei Schachspielern übrigens auch völlig in Ordnung. Bei Gastwirten sollte man da sollte man ja nicht sein bester Kunde sein, aber bei uns, wir konsumieren unser eigenes Material. Ja. Und das ist jetzt schon eine Matterung auf G7, gefesselter Springer auf E5. Wahnsinn. Das ist vorbei. Und das ist mir eine Sache, die immer sehr wichtig ist. Er hat jetzt natürlich mit dem Zug wie Läufer D7 nicht das gespielt, was man normalerweise spielt, aber du hast jetzt auch dann genau dieselben Pläne gemacht, die man sonst immer machen sollte, und es funktioniert halt trotzdem. Das bedeutet, auch wenn es mal nicht genauso kommt, wie man es geplant hat, die Varianten oder die Ideen tragen einen weit genug. So, jetzt müssen wir dieses Strohfeuer nochmal löschen. Ja, ich denke, da gibt es mehrere Wege. Die lange Rochade ist wahrscheinlich adäquat. Dann gibt es den E2 für den E5. Und dann haben wir wieder die nächste Drohung auf E7 rauszunehmen. Sieht zumindest gut so aus. Ja. Ich bin ganz ehrlich, ich bin nicht der beste Blitzer. Ich bin in Turnierpartien deutlich stärker. Werde regelmäßig auch über die Zeit gehoben und ähnliches. Und bin auch prädestiniert dafür, mich bei wenig Zeit auch noch veräppeln zu lassen. Aber ich hoffe doch, dass ich dieses Geschenk von dir nicht wegschenke, indem ich es noch verliere. Aber tatsächlich, Tom F2 droht sehr wenig, weil die Dame alles kontrolliert. Ich bediene mich auf D6. Jetzt hängt auch noch der Springer, der Punkt G7 wieder. Also wenn ich das noch verliere, dann sollte ich das mit dem Schachspiel vielleicht lassen und erst recht mit dem Unterrichten. Aber das sieht mir doch so aus, als wäre das im Rahmen meiner Möglichkeiten. Ja, sehr schön. Vielleicht fasse ich nochmal zusammen, was ich gelernt habe, und du sagst mir, was ich vielleicht falsch verstanden habe. C4, E5. Ich klicke die Partie einmal durch. Jetzt ist keine Ausnahme, also spiele ich auf jeden Fall G3. Springer C6. Auf C6 hattest du mir schon gesagt, sollte man D4 spielen, kam hier nicht. Und Läufer C5 ist eine neue Variante. Ich baue mich aber erstmal mit E3 auf, Springer C3 nach D6, weil jetzt kommt sowieso nicht mehr D5, D4. Und jetzt mit Rochade warten in solchen Aufbauten, schauen, was er macht. Springer E2, dann erstmal B3, Läufer B2, D4, eventuell noch lange rochieren, was in dieser Partie sehr gut geklappt hat. Ein Motiv, was mir persönlich sehr gut gefallen hat, war H3, G4. Und auf F5, also tatsächlich, F5 sieht für mich sehr logisch aus und auch stark aus. Aber nach D5, gefolgt von Dame C2, gefällt es mir auf einmal schon wieder überhaupt nicht mehr für Schwarz. Ja, weil da die ganze Drohung ist jetzt so ein bisschen raus, und alles, was jetzt vielleicht wieder drohen würde, auf G4 zu nehmen, schwächt halt so ein Zug wie G6 oder H6. Dann ist es, also vielleicht nicht in dieser Stellung genau, das müsste man sich dann angucken, aber F4 ein absolutes Standardmotiv, weiter die Stellung und die lange Diagonale des Läufers zu öffnen. Ja. Also mir hat es gut gefallen. Ich bedanke mich für diese Lektion. Hat gut geklappt, ja, sehr gut. Und an euch danke fürs Zusehen und lasst gerne einen Kommentar da, wie es euch gefallen hat. Ja.